Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Bioshock 1. Ich glaube, das 1 lasse ich demnächst mal wieder lieber weg, weil das nervt was. Genau wie bei Star Wars Battlefront 1 und 2. Ja, wir sind ja an dieser Stelle gestoppt. Haben unsere ersten Kontakte mit Splicern gehabt. Wir haben unseren ersten Wir haben unser erstes Plasmid, Electrobolt. Und ja, wir gehen mal durch die Tür, was uns da erwartet. Okay, geht alleine auf. Wenn man allein ist, kriege ich die Zeit dahin. Ja. Ich brauche ein bisschen Gesellschaft. Von mir gleich, keine Sorge. Ja, gehen wir mal hier rein. Jo. Alter. Hör zu. Ich habe Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst, nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht... Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Such Neptunes Bounty. Such meine Familie. Bitte. Was ist der für ein Vogel? Komm auf den... Auch nicht ein Bienchen mehr so. Luna mit silbernem Große Kette wird von unserer Hand geleitet. Gucke zum Fenster herein. Alter. Still jetzt, Mami ist fort. Und Daddy auch. Warte. Das passiert alles vorher. Und nichts. Warum bist du nicht hier? Warum heute und nicht damals, als du noch so süß warst und warm? Warum kann Mami dich nicht an ihre Brust halten und deine Zähne spüren? Ist das Baby tot? Ey, bitte nicht. Oh nein. Ah! Die Plasmide haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört, weil wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Oh ja. War jetzt da drin nix oder was? Was hast du da drin gemacht, Frau? Essig. Da war da was drin. Hä? Hm. Na sowas. Verbandskasten. Auf F kann man die verwenden. Muss ich ändern. Das ist mir zu nah an der D, an der D-Taste, wo man sich nach rechts bewegt. Steuerung, Tastenbelegung. Ja. Equipment. Equipment. Ha? Verbandskasten. Nehmen wir mal auf Q. So, speichern. Übernehmen. Zurück. So. Ich hau die mit einem. Wo kommt die Waffe her? Ah, schön. Mit eins kann ich auf. Okay, geht's auch mit dem Mausrad? Jawohl. Sauber. Maskenwahl 1959. Voll gruselig aus dem Hasen. Alter Gevatter. Kaschmir-Restaurant. Schön. Und ein Tanzabend. Ah, ja. Diesmal bist du wirklich so weit gegangen, Brenda. Ich bin doch kein Vollidiot. Ich mache, was ich will. Es ist mein Adam. Ich habe es mir... Willst du es auf die harte Tour oder lieber auf die nette? Ich kann beides. Mach die verdammte Tür auf! Diese Stimme kommt mir auch bekannt vor, diese... Das ist aber nicht SpongeBob, ne? Das ist jemand anderes. Zum letzten Mal. Ich warne dich. Wie ich nicht essen kann, Kuchen essen. Nee, schade. Das wäre schön gewesen, Kuchen. Okay, kann man zielen? Ich kann zielen. Mach endlich auf! Ah, okay. Zum letzten Mal. Ich warne dich. Komm gefälligst zurück, du Penner! Ah! Ich bin endlich dabei, Charlie! Charlie! Das geht nicht! Charlie! Wo? Nicht, Charlie! Stirb!
Charlie! Warum hast du seine Hände gegessen, Charlie? Katzenfutter, Pussycat? Man hätte ich gerne mitgenommen. Ist auch nicht gut für uns. Arcadia Melo. Dollar! Ein Dollar! Reich! Wenn du hier eine Lady klar machen willst, musst du reich sein. Den ist dein Aussehen nicht rein. Dollar. Super. Die Kasse. Oh. Das ist ein hässlicher. Und hier rein? Nee. Okay. Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr meine Plasmide verwenden. Wenn du einen Splicer am Wasser siehst, verpasst ihm eins mit dem Elektro-Bomb. Hab ich gerade auch wieder. Wunderschönes Programm hier wieder mal. Besser als RTL ist immer. Tschetschenischer Wodka. Ach du Scheiße, der haut weg, ey. Haben wir jetzt ins Wasser? Nein, ich wollte jetzt nicht hier hoch. Dollar. Die Spritzen sind immer gut. Dollar sind auch immer gut. Wieder ein einsames Silvester. Drücke T, Standard. Oh, wieder mal Silvester. Wieder eine einsame Nacht. Ich will ausgehen. Und du sitzt denn hier fest aus Fest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch einen Drink. Ich trinke oft Diane McClintock. Das dümmste Mädchen von Rapture. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug. Was ist passiert? Ich blute! Oh Gott! Was passiert hier? Okay, dann ging's wohl gerade los hier. Ich spritze es mal. Pepprige verbessert meine Gesundheit. Und ich habe gerade gelesen. Interessant, ja, wahrscheinlich war hier, ging es hier ein bisschen bergab. Food Lake Theater. Wo muss ich jetzt hin? Oben? Verbandskasten ist immer gut. Wo kommen die aber immer her? Die sind aber immer da. Wir verschwinden! Versprochen! An der Seite! Was ist hier los? Geht's hier rein? Hatte die das gerade? Alter, die hat mich schon fertig gemacht dann. Dollar! Ich kann nicht mehr tragen, scheiße. Nur 9 sind möglich. Nutz es doch. Zeitungsstand geht nicht an. Was war das? Geh mal zu den Damen rein. Was? Hä? Was? Ich bin total verspleißt. Total verspleißt. Jetzt will mich bestimmt niemand mehr. Geistererscheinungen? Was geht hier ab? Loch in der Toilette. Hey Brenda, kannst du mir mal erklären, warum seit fast 3 Wochen ein riesiges Loch in der Wand hinter deinem Scheißhaus ist? Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Wir gehen hier nicht gerne auf Klo, Mann. Alter, ekelhaft. Lass mich in Ruhe! Alter, hast du das gehört? Hey, Alter. Boah. Was hat er hier drin Nein. Bah. Oh, nee, hör auf. Alter, halt, ich kann mir gar nicht vorstellen. Widerlich. Aber lieber widerlich als wieder nicht, sag ich ja nur, ne? Oh Gott. Ja, wo war das Loch? Brenda. Ist das Loch dahinter? Kann ich da rein? Wahrscheinlich nicht. Hier ist auch nichts. Verbandkasten kann ich nicht nehmen. Ist das leer? Hier rein. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig, wenn da so ein Typ aus dem Klo gesprungen kommt. Ach, hier ist das Loch. Okay. Das war echt ein schmuddeliges Klo. War das vorher immer so? Immer mit der Ruhe.
Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Warum? Zum Little Sister. Wird beschützt von Big Daddy. Haha, haha. Bringt keinen auch nicht. Ich muss jetzt hier langlaufen. Du denkst, dass da unten ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten im Rapture zählt deine Vorstellung davon, was Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. Jakob, ne? Alleine? Warum ganz alleine? Alter, das kannst du ja nicht machen. Alter, ich würde sagen, du bist am Arsch, ne? Au! Oh. Ah. Alter! Alter, kommst du nicht rein, oder? Das ist der Big Daddy. Sie sammelt das Elend und er beschützt sie dafür. Der ist echt Big Daddy. Kann ich nicht untersuchen? Was soll das? Ah, jetzt. Alter, die Vater, ey. Voll. Das ist echt unnormal. Und gegen die Big Daddies muss ich irgendwann mal kämpfen. Sander Cohen's Happy Jappy. Nein, ich habe das schon. Daten werden gespeichert. Das ist so die Schnellspeicherfunktion. Oh Mann, oh Mann. Food-like-Theater geht ja ordentlich ab, würde ich sagen, wa? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber bisher klappt es auch ganz gut, also... Hätte gedacht, ich schlag mich schlechter. Oh, ich finde, ich weiß, was hier abging. Leiche? Kuchen mit Cremefüllung. Lecker! Mmh. Obwohl, wer weiß, wie das schon lange hier liegt, ey. Eve's Garden. Come bite the apple. Fontaine Zukunftsprodukte. Richtig, den Minister Oster soll warten. Meine Tochter hat... Alter, was? Bitte bleib da. Hat sie nicht eine Knarre? Wo kommt die auf einmal her? Einmal, was ist das? Fontaine Zukunftsprodukte. Ich hab hier jeden Tag Blumen. Komm schon! Nein! Okay. Gelaufen. Mit jede Menge Zeugs kann ich hier auch wieder alles. Nichts als Gerede. Zu guter Letzt sind sie keine nützlichen Mitglieder der Gesellschaft, sondern fallen ihr nur zu Last. Kosti, würde ich sagen, wa? Hahaha! Alter! Oh, ich hasse ja sowas, ne? Ah, Mann, Mann, Mann. Und haben sie den Daddy erledigt? Ich muss... Schauen uns mal, soll ich einen Platzkasten? Ja, brauchen wir schon. Mann, der arme Daddy. Wahrscheinlich gerade erledigt mit dem Sister. Ja, keine Ahnung, was sie mitgemacht haben. Altruismus ist die Wurzel aller Sünde. Ich weiß nicht, was Altruismus ist. Alternativen Jugend? Oh Mann, ist alles schon düster hier. Aber ganz ehrlich, mit der Spritze finde ich echt widerlich. Ich gucke echt viele Horrorfilme und alles, ne? Also, kein Problem, kann ich alles sehen. Aber so Folterfilme, so wie Hostel oder sowas, wo die dann Fingernägel oder so rausziehen. Alter, das finde ich echt ekelhaft. Und so Spritzen, so reinhauen, so zack, boah. Und dann bricht die Klinge ab, also nee, also die Spritze, diese Nadel bricht dann ab. Ah, schlimmste Vorstellung, ey. Ah, super weh. Oh.
Ich bin ein bisschen beschwitzt. Geht wieder. Hat zwei Whiskys weggesoffen, aber noch zwei Sekunden geht's wieder, wa? Sicherheitsalarm ausgelöst. Was? Nimm mich! Nimm meinen Körper! Bedien dich! Aber verschone meine Kleine! Ich bin Alter, Lose. Was? Wo versteckst du dich? Ist da noch einer? Oh mein Gott, ich ertrinke im Blut! Du bist doch. Danke für den Besuch. Bitteschön. Gleich hin. Alter! Da wollte ich gar nicht lang, so wirklich. Also. Da muss ich lang. Ich gehe dann hier rein. Mal wieder in die Klos. Jetzt ist schon einer, der wieder hier hinhockt, ne? Also. Ist das in den Klos? Gab's schon mal bei Bioshock Infinite, deswegen guck ich mal lieber nach. Bah! Alter! Bah, ich bin so, wer das Wasser benutzt hat, ey. Oh, klarer Fall vom blutigen Dünnschiss. Ah, das tut ja weh. Hier, Bandage. Ah, die heilen nicht so direkt. Ah, schön. Zu wissen. Hier war jetzt nichts Spezielles, ne? War der Alarm los, weißt du, ey. Ich rein. Nein, das wollte ich gar nicht. Mann, das wollte ich gar nicht, so eine Scheiße. Oh Mann, da wurden wir direkt fies konfrontiert, aber Medical Pavilion ist vor uns. Und ich würde sagen, dann beenden wir den Part hier an dieser Stelle, Leute. Und ja, sehen uns im nächsten Part. Bis dann und ciao.